Wir treffen jemanden, da lügen wir uns gegenseitig die Hucke voll. Das ist so ein bisschen wie zwei Eisberge, die aufeinander zutriften und dann sieht man nur das Glänzende oben und der große Bauch da unten, was unter der Wasseroberfläche ist. Das sind wir auch, aber das zeigen wir am Anfang nicht. Irgendwann mal halten wir das aber nicht länger durch und dann schauen wir zum ersten Mal tiefer. Ah, so bist du auch noch. Das habe ich gar nicht gewusst. Doch, wenn dann diese unbewussten Dinge plötzlich sichtbar werden, dann erschrecken wir und sagen, nee, das will ich ja gar nicht. Und dann hauen wir wieder ab. Lieber Pierre Frank, ich bin begeistert, mit dir endlich sprechen zu können, dich endlich kennenzulernen, weil ich verfolge dich natürlich schon Ewigkeiten und ich weiß natürlich, also verfolgen auf Social Media deine Arbeit. Aber manchmal ist das so, dass man irgendwie umeinander herumscharwenzelt, aber sich noch nicht kennenlernt. Schön, dass das jetzt der Fall ist. Herzlich willkommen bei Greater. Danke dir, aber das große Kompliment, Stefan, muss ich zurückgeben, weil dich kenne ich ja auch. Natürlich, wir haben uns noch nie getroffen, aber dich kenne ich natürlich auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, weil ich immer denke, wow. Und ich sehe dich natürlich auch dauernd bei deinen Videos und der Interviews, die du führst, und ich finde die grandios. Also großes, großes Kompliment, ja, in der Tat. Und ganz oft erstaunlich, man denkt sich, man kennt sich ja bereits schon. Ja, das ist komisch, das ist wirklich komisch. Man trifft sich dann irgendwo auf einer Party und man denkt, man kennt sich dabei, aber hat man sich noch nie getroffen. Mhm. Also du bist mir auch sehr vertraut. Deswegen großes Kompliment zurück. Das ist wirklich verrückt, ne? Und weißt du, ja. Und ich hatte es gerade in der Anmoderation zu diesem Video schon gesagt. Bei mir ist das so, ich kenne dich noch aus dem Fernsehen. Also du gehörst noch zu den deutschen Fernsehgesichtern, die ich auch so in meiner Kindheit und Jugend noch so wahrgenommen habe und gesagt, ja klar, der spielt da mal im Krimi mit oder weißt du. Und ich habe das dann erst sehr viel später bemerkt, dass du eine Zweitkarriere gestartet hast, die sehr viel mächtiger, erfolgreicher und ich vermute auch sinnvoller ist, als das, was du als ersten Lebensweg gemacht hast. Bitte nimm uns ein bisschen mit auf diese Reise. Ich könnte mir vorstellen, du warst damals auch erfolgreich, also im Geschäft als Schauspieler. Du hattest eine unheimliche Präsenz. Was hat dich dazu bewogen, Coach zu werden? Ja, daran, an meiner Geschichte sieht man sehr gut, dass Erfolg nicht gleichzeitig glücklich sein bedeutet. Also ich war in der Tat sehr erfolgreich. Ich habe über 350 Filme gedreht. Also ich bin da reingewachsen. Meine Eltern waren Schauspieler und ich habe in 5 Jahren angefangen. So, für mich war das normal. Ich kannte nichts anderes. Und ja, ich bin über jeden roten Teppich der Welt gegangen. Ich hatte Frauen an meiner Seite, Geld, Macht, Anerkennung. Ja, das hatte ich alles. Aber ich war nicht beseelt. Ich war nicht glücklich. Und das steigerte sich immer mehr. Ich spürte immer irgendeine innere Leere. Ich habe einfach das gemacht, was ich gut konnte. Meine Eltern haben es vorgelebt, habe ich nachgemacht. So. Und weil ich erfolgreich war, habe ich lange nicht darüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es langweilt mich immer mehr. Es ist nicht mein Ding, obwohl ich es kann, obwohl ich erfolgreich bin. Und man weiß, wenn man erfolgreich als Schauspieler ist, hast du alle Vorteile dieser Welt. Ne? Jeder kennt dich, die schönsten Frauen sind an deiner Seite und genau das ist auch das Problem. Die schönsten Frauen, nicht die eine wundervolle Frau, die in die Tiefe mit dir geht. So, und dann habe ich so meine Kollegen gefragt, sag mal, wie macht ihr denn das so? Seid ihr glücklich, seid ihr beseelt? Für viele war das ihr Ding, die waren tatsächlich da zu Hause. Und hatten keine Antworten für mich. Und ich habe mich dann damals so vor 30 Jahren für 4 Monate von der Außenwelt zurückgezogen. Heute würde man sagen, ich habe lange, lange meditiert. Damals wusste ich noch nichts von Meditieren. Ich habe aber nachgedacht, wie schaffe ich es, Pierre, eine tiefe, wahre Liebesbeziehung zu führen? Und in diesen 4 Monaten habe ich halt unglaublich viel über mich erfahren, was mich ausmacht, was meine Stärken sind, was meine Tiefen sind, was meine Intuition ist, was meine Herzensebene ist und, und. Also ich habe viele Antworten für mich gefunden, auch die Antworten für mich natürlich, wie finde ich die wahre, große, tiefe Liebe? Einfach danach zu handeln. Darf ich zu dieser tiefen Liebe, das ist ein total wichtiges Thema und wir werden auch gleich noch dazu intensiver gehen, weil du hast ein Bestseller geschrieben, Finde deinen Seelenpartner. Ich will natürlich unheimlich viel davon wissen. Also spannendes Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde, damals in dieser Zeit, diese 4 Monate, wo hast du dich da sortiert? Bist du in die Wüste gegangen, in ein Kloster, warst du zu Hause? Und vor allem, wo hattest du so eine Art Anleitung? Ja? Also wenn ich mir überlege, viele Kollegen werden sagen, ist doch super, die finden dich alle toll und was hast du? Ich kann mir vorstellen, so wie das klingt, hattest du nicht das Umfeld, was dir den Spiegel vorhält. Nein, im Gegenteil. Ich komme ja aus einer sehr rationalen Familie. Ich habe ja auch mein Abitur gemacht im naturwissenschaftlichen Bereich. Also ich hatte sozusagen mit Spiritualität nicht wirklich viel am Hut. Ich wusste nur, dass die Außenwelt mir keine Antworten liefern konnte. Also müssen die Antworten doch in mir sein.
So, das war das Einzige, was ich damals wusste. Und vor 30 Jahren, da gab es ja nicht viel. Da gab es vielleicht mal ein Lebenshilfleinbüchlein irgendwo beim Buchladen. Also man konnte nicht viel Literatur nachlesen. Sondern für mich war nur klar, ich möchte einfach für mich Klarheit haben. Wo soll meine Reise eigentlich hingehen? Ich habe mir überlegt, wenn ich 10 Jahre weitermache, dann habe ich vielleicht noch mal 50 Filme gedreht, vielleicht noch mehr Preise. Aber das macht mich nicht aus. Worauf blicke ich dann zurück? Also das war dann etwas, wo ich nicht stolz darauf war. Und ich habe dann eine Wohnung gemietet von einer Freundin in Berlin, und also weg von zu Hause, und habe dort den Strom ausgeschaltet, weil die hatte einen Gaskocher und wollte nichts anderes hören. Ich habe kein Radio, keine Musik, nichts. Ich wollte einfach nur schauen, okay, weil diesen Rummel, den kannte ich ja. Also dieses ständige irgendwo in Adrenalin sein, unterwegs sein, sondern ich wollte mal schauen, was ist denn, wenn da nichts ist, nur ich. Und ich habe dann einfach die Tür abgeschlossen und habe dann einfach nur meine Lebensmittel gehabt und war nur für mich. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was mache ich denn eigentlich, wie tue ich denn das? Und mir fiel dann nur ein Satz, den ich aus meiner Kindheit kannte, den ich dann immer wiederholt habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich muss dazu sagen, ich war nicht besonders religiös. Und ich habe angefangen, diesen Satz immer wieder zu sagen. Und dann entstand wir wissen ja alle, wenn du dich hinsetzt, dann bist du ja unruhig bis zum geht nicht mehr. Da kommen 10.000 Gedanken. So war es bei mir auch. So, ich muss einen Zahnarzttermin absagen. Wieso mache ich so einen Blödsinn? Draußen tobt das Leben und ich bin hier. So, und ich habe dann nur noch Kerzen aufgestellt und war nur noch bei mir und bin nur diesen Gedanken nachgegangen. Und habe aber festgestellt, dass nach 3-4 Tagen eine Veränderung stattfindet. In mir. Ich wurde ruhiger, ich wurde entspannter, ich habe plötzlich andere Ebenen betreten, die ich vorher nicht kannte. Ich schlief weniger, ich schlief dann nur noch 4 Stunden und tauchte plötzlich in anderen Energiefeldern ein. Das, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Und ich fing einfach an, mir alles aufzuschreiben. Also am Anfang noch mit so einer Tippmaschine. Das Internet gab es ja damals gar nicht. Telefon gab es ja nur noch die Wählscheibe. Mehr gab es ja nicht. Also und dann tippte ich und am Schluss habe ich nur noch geschrieben, handschriftlich geschrieben. Und habe alle Antworten für mich gefunden. Und als ich nach 4 Monaten dann wieder in die Außenwelt kam, hat die Außenwelt sich natürlich drastisch verändert gehabt. Die Außenwelt ist immer noch die gleiche geblieben. Aber ich hatte mich verändert. So, und das haben alle Menschen plötzlich gemerkt. Und dann war das so, bei großen Events kamen dann irgendwelche Menschen auf mich zu, ganz große, populäre, bekannte, aber auch ganz unbekannte, und haben gesagt, Mensch, Pierre, du hast was ich nicht habe, das möchte ich auch haben, weil das macht dich glücklich. Was ist das? Und dann fing ich an zu reden und zu erzählen und befragte sie. Und dann stellte ich plötzlich fest, dass ich die richtigen Fragen stellen kann. Und dann kamen Menschen, die Lebenskrisen hatten oder berufliche Krisen. Und die stellten mir plötzlich Fragen, weil sie irgendwie wussten, ich habe Antworten. Und ich stellte zum allerersten in meinem Leben fest, da gibt es noch mehr in mir. Da gibt es eine Tiefe und andere Menschen haben etwas davon. Ich kann ihnen was geben. Und innerhalb von kurzer Zeit, als gäbe es ein intergalaktisches Kommunikationssystem, reisten Menschen von Berlin, von Bremen, von Hamburg nach München, da wohnte ich damals, um mit mir sich zu unterhalten. Und dann habe ich es eingerichtet, immer sonntags. Die kamen am Sonntag für 4 Stunden, ich unterhielt mich mit denen, dann flogen die von dannen, waren beseelt, weil sie hatten Antworten gefunden. Und ich war beseelt, zum ersten Mal in meinem Leben war ich angekommen, war ich da, wo ich sein wollte, nämlich in meiner eigenen Tiefe. Und dort gab es ganz viel, eine Fülle, was ich Menschen geben konnten. Und zum ersten Mal stellte ich fest, wie wundervoll es ist, wenn du jemandem anderen helfen kannst, aus der eigenen Quelle heraus. So, und das hat mich zum allerersten Mal beseelt. Und damit war eigentlich alles besiegelt, dass es klar war, dass die Schauspielerei zu Ende geht und ich eine Transformation durchgemacht habe und etwas Neues betrete. Und natürlich, das hört sich so an, als wenn es so leicht wäre. Nee, alle haben das bekämpft, weil natürlich, ich war ja in Verabredung mit ganz vielen Produktionen, da haben andere haben einen Fernsehspiel auf meinen Namen verkauft, Pierre, das musst du noch machen, sei nicht so undankbar und so weiter. Also das war eher sehr dramatisch, weil die mich nicht loslassen wollten. Und Michaela und ich haben dann gesagt, du, da hilft nur noch eins, wir müssen ins Ausland reisen, wir müssen ganz weit weg. Und da waren wir damals, haben in München gewohnt und sind ganz weit weg nach Salzburg. Also, es ist ein Katzensprung. Ja. Aber Pierre war tatsächlich im Ausland und nicht mehr erreichbar. Und ich konnte dann dort tatsächlich mich weiterentwickeln. Als ich nach 3 Jahren zurückkam, war für alle klar, ja, Pierre, ja klar, der schreibt jetzt Bücher. Und alle, die gesagt haben, der ist ein Idiot, wie kann der sowas Tolles aufgeben, ein Buch zu schreiben, da weißt du doch nie, ob er erfolgreich wird. Als das erste Buch ein Bestseller war, haben alle gesagt, habe ich schon immer gewusst. Ich war ja schon immer sein Förderer.
Ja, aber weißt du, ich war das schön, erste Mal zu Hause. Ich war angekommen, ich war beseelt. Und deswegen mache ich das jetzt seit 30 Jahren. Ich finde das so schön, wenn ich hier zuhöre. Ich meine, ich bin innerlich die ganze Zeit am Nicken und sage, ja, kenne ich, super, verstehe ich. Also du hast ja nebenbei so quasi das Meditieren für dich erfunden mit einem Mantra. Der Herr ist mein Hirte. Du hast ja so alles gemacht. Du hast die Außenreize weggenommen. Ich bin selber ein Typ, der sich super gerne zurückzieht und mit einem Wohnmobil einfach nur mal ein paar Tage an einem See ist und aus Wasser rausguckt. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Und vor allem, was ich auch merke, man braucht Ruhe, um zu schreiben. Und wenn du anfängst zu schreiben, ist Schreiben wie Meditieren. Und dann, wenn ich habe gerade deine Buchliste hier angeguckt, das ist extremst beeindruckend. Ich weiß nicht, ob wir das hier lesen können oder wenn wir einmal ranzoomen können, wenn du einmal ranguckst, was der Pierre alles geschrieben hat. Und ich weiß gar nicht, ob das hier der Herr mit der Kamera, Entschuldigung, würdest du kurz mal ranzoomen? Ja, ja, das wäre schön, danke sehr. Weil das ist allein die Liste von den Büchern, die Pierre geschrieben hat. Und das ist beeindruckend. Deswegen kann ich das extremst nachvollziehen. Du hast den Cut gemacht, den harten Cut, und du gehst immer wieder rein in lebensrelevante Themen. Dein neuestes Thema ist das Thema, wie du den Seelenpartner findest. Und auch das Buch dazu, Finde deinen Seelenpartner, ist schon sehr, sehr erfolgreich. Bitte nimm uns auf diese Reise mit. Viele wünschen sich den Seelenpartner, die große Liebe suchen sie, aber finden nicht. Wie geht das? Also zuerst möchte ich sagen, genauso geht es mir auch. Wenn ich schreibe, bist du beim Meditieren. Nichts anderes tust du. Du hast das große Glück, du suchst dir ein Thema aus. Ich habe ein Buch geschrieben, einfach glücklich sein. Ich durfte 4 Monate mich nur mit Glück beschäftigen. Du gehst tatsächlich in deine eigene Glücksfähigkeit. Und bei der Seelenpartnerschaft war das so, da kam der Druck eher von außen. Wir machen da seit 25 Jahren, machen wir auch Partnerschaftsseminare und durften einfach immer wieder erleben, wie tatsächlich Menschen immer mehr ihren Seelenpartner kennenlernen. Es ist wirklich so, als gäbe es eine Zeit gerade, eine Zeitwende, wo alles polarisiert, wo auf der einen Seite ganz viele Menschen in der Schnelllebigkeit interessiert sind und andere tatsächlich sich faszinieren von, ich möchte auch jetzt die wahre Tiefe leben und nicht mehr in diese Oberflächlichkeit. Und da kam einfach der Druck von außen, Mensch, Pierre, schreib bitte auch darüber ein Buch. Und wir alle wissen ja, die Corona-Zeit begann und mein erster Gedanke war, okay, dann werde ich ja, da kann ich ja keine Seminare mehr machen. Also dann ist es eigentlich der perfekte Zeit für mich, um diesen Moment wieder kreativ auszuleben und habe angefangen, okay, welches Buch würde mich jetzt ansprechen? Und da kam Seelenpartnerschaft, weil es auch sehr dauernd sehr gefragt worden ist. Bitte schreib was darüber. Oder ich habe ja auch dann auf YouTube viele solche Vorträge gemacht, wo immer wieder kam, wo kann ich das nachlesen? Und so kam das, dass ich die Seelenpartnerschaft geschrieben habe, Finde deinen Seelenpartner. Und da geht es im Prinzip hauptsächlich um 3, 4 Schritte, die die meisten Menschen von uns falsch machen. Erstens mal, dass wir ganz viele gar nicht glauben, dass sie einen Seelenpartner haben. Und das sind immer natürlich Menschen, die keinen Seelenpartner bis jetzt getroffen haben. Und in der Tat ist es so, ich weiß ja durch diese vielen Seminare auch, dass jeder einen Seelenpartner finden kann. Teilweise haben wir mehrere Seelenpartner, denn auch unser Sohn oder Tochter kann ein Seelenpartner sein oder ein guter Freund, der uns ein ganzes Leben begleitet. Also es muss nicht nur der intime Seelenpartner sein. Oder wenn jemand verstorben ist und es war eine wundervolle, tiefe Partnerschaft, kann auch danach wieder eine solche Seelenpartnerschaft entstehen. Das Problem bei den meisten Partnerschaften ist, dass wir gar keinen Seelenpartner suchen, sondern dass wir hauptsächlich auf der Suche danach sind, wie kann ich meine Mängel in meinem Leben beseitigen? Also uns fehlt etwas, Intimität, Nähe, Vertrauen, Selbstliebe etc. Und wir hoffen durch unseren Partner, dass er das alles für uns auffüllt. Also ich werde selbstsicher, wenn mein Partner mich da unterstützt. Das Problem dabei ist, wenn wir aus dem Mangel heraus etwas wünschen, dann kommt jemand, der uns das alles geben kann, aber wir wandeln uns nicht, wir transformieren es nicht. Das heißt, wir sind abhängig von jemand anderem. Genauer genommen verlieben wir uns in die Lieferung und nicht in den Lieferanten. Und ganz oft ist es so, wenn dann diese Lieferung ausbleibt, wir bekommen keine Nähe mehr, keine Intimität, kein Vertrauen etc., dann glauben wir ganz oft, ich liebe den nicht mehr oder er liebt mich nicht mehr. Und meistens zerbrechen dann genau an diesem Punkt die Partnerschaften, wo man plötzlich feststellt, der Rest passt ja gar nicht. Und deswegen ist ganz wichtig, um an die Seelenpartnerschaft ranzukommen, ist als erstes einmal die Entscheidung zu treffen. Der erste Punkt ist, ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt tatsächlich mich öffne für eine so tiefe, wahre Liebe. Also ich bin nicht mehr an der Oberflächlichkeit interessiert, auch nicht mehr am schnellen Sex, sondern ich möchte tatsächlich was Langanhaltendes. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung und damit ist auch tatsächlich ein Wandel von der Blickrichtung. Und das Zweite ist, dass wir die Vision ausarbeiten. Die meisten Menschen
wissen genau, welchen Wagen sie kaufen wollen. Sie wissen vier Türen und Benziner oder Elektroauto. Aber wenn ich sie frage, was für eine Partnerschaft möchtest du haben, haben sie meistens keine Ahnung. Dann sagen sie, ja, ich möchte einen Partner, der mich glücklich macht. Welcher Partner macht dich denn glücklich? Ich möchte einen Partner haben, der mich beseelt. Ja, was beseelt dich? Und wir sind ganz gerne und ganz oft in ganz globalen Themen und nie ganz zielgerichtet, was ist für mich eigentlich eine erfüllende Partnerschaft? Also die Vision, die wir aufbauen, heißt zuerst nicht, mein Partner soll ein Sixpack haben und meinetwegen eine dunkelblaue Haare und was weiß ich alles, sondern für uns ganz klar haben, wie sieht eine Partnerschaft aus, in der ich glücklich bin? Also möchte ich in der Stadt leben, auf dem Land leben, möchte ich eine große Familie haben, Kinder haben, möchte ich viel Sex oder wenig Sex, möchte ich Intimität, Nähe, möchte ich reisen, möchte ich kulturell unterwegs sein, lieber zu Hause sitzen. Also zum ersten Mal muss man sich bewusst machen, wann bin ich denn glücklich mit in einer Partnerschaft? Und damit fülle ich mein eigenes Konto plötzlich auf, dass ich mal feststelle, das bin ich als Seelenpartner. Denn bei der Seelenpartnerschaft müssen wir ja wissen, wir machen uns sichtbar für jemanden anderen, Gleiches zieht Gleiches an, aber erst dann, wenn wir ganz viel über uns wissen. Und wenn wir aber viele Tabuthemen haben, klar, wir haben auch viele Blockaden und Hindernisse und negative Erlebnisse, Menschen haben mangelnde Selbstliebe etc. und ich das als Tabuthema habe, also verdränge, dann nehme ich das unbewusst mit in die Partnerschaft und werde auch jemanden in mein Leben ziehen, der genau das liefert, weil das ist meine Spielwiese, das möchte ich ausleben. Ich finde mich nicht liebenswert, also trage ich das nach außen und finde jemanden, der mir genau das spiegelt, der genau das sagt, okay, ich zeige dir tatsächlich, du bist nicht liebenswert, wenn du das und das und das und mich nicht machst, etc. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch über unsere Blockaden Bescheid wissen, also über das, was mich ausmacht. Wir müssen sie aber nicht transformiert haben. Also wir müssen nicht der bessere, schönere, klügere Mensch werden, wir müssen nicht jünger aussehen oder was weiß ich alles, sondern wir müssen bewusst darüber sein, wer bin ich, was sind meine Schattenseiten und die akzeptiere ich auch. Ich finde sie nicht toll, aber ich akzeptiere sie, sind Teil von mir. Und wenn wir uns auf diese Weise bewusst machen, dann machen wir uns zum ersten Mal sichtbar nach außen. Und auf diese Weise treffen wir sehr flott. Ja, anders kann ich gar nicht sagen. Manchmal bin ich wirklich erstaunt, wie schnell Menschen, wenn sie den Weg gehen, aber ich muss dazu sagen, das ist kein Weg von einem Tag, sondern schon von Wochen, seine Entwicklung, die ja, selber machen. Aber immerhin, also wenn ich mal so Jahre und Jahrzehnte vorher sehe, ich meine, ist Wochen eine Perspektive. Ne? Absolut. Also ich meine, ich habe Menschen kennengelernt, die nach 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, nochmal, denn meistens sind wir unehrlich zu uns. Wir treffen jemanden, das ist das meiste so, da lügen wir uns gegenseitig die Hucke voll. Es ist so ein bisschen wie zwei Eisberge, die aufeinander zutriften und dann sieht man nur das Glänzende oben und der große Bauch da unten, was unter der Wasseroberfläche ist. Das sind wir auch. Aber das zeigen wir am Anfang nicht, sondern wir zeigen nur das glänzende, strahlende. Wir lachen über alle Witze, die wir gar nicht schön finden. Wir lieben die Berge, obwohl wir niemals in die Berge gehen würden. Wir suchen nach Gleichgesinnten. Wir wollen das ähnlich sein. Endlich, der muss genau. So, das heißt, am Anfang lügen wir, unbewusst. Wir wollen nur die guten Seiten zeigen. Irgendwann mal halten wir das aber nicht länger durch. Und dann schauen wir zum ersten Mal tiefer. So bist du auch noch. Das habe ich gar nicht gewusst. Doch. Weil alles, wir ziehen uns ja gegenseitig an, wir ziehen auch das an, was unter der Wasseroberfläche ist. Also all das, was wir am anderen nicht mögen, hat ganz viel mit einem selber zu tun. Das, was ich nicht ausstehen kann am anderen, hat ganz viel mit mir zu tun. So. Und da ist es natürlich ganz oft so, dass wenn dann diese unbewussten Dinge plötzlich sichtbar werden, dann erschrecken wir und sagen, nee, das will ich ja gar nicht. Und dann hauen wir wieder ab. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir auch darüber Bescheid wissen, was ist denn unter der Wasseroberfläche. Und wir müssen das aber nicht gelöst haben, sondern einfach nur wissend anbieten können. Das heißt, wenn wir den Seelenpartner treffen, dann hilft uns der Seelenpartner, damit wir diese Schattenbereiche auflösen können. Aber er löst sie nicht für uns auf. Also es ist nicht so, dass bei einer normalen Partnerschaft hoffen wir ja, der kommt und dann ist alles prima. Bei der Seelenpartnerschaft ist es aber anders. Der kommt und er hilft dir, dass du es selbst ausfüllen kannst. Du gerätst nicht in Abhängigkeit. Und umgekehrt auch. Du hilfst deinem Partner, dass auch er seine Schattenbereiche auflösen kann. Und das geht bei der Seelenpartnerschaft natürlich auf wundervolle Weise, weil wir zum ersten Mal jemanden treffen, wo wir
tief spüren, da bin ich zu Hause, dem kann ich vertrauen, da kann ich mich auch anders zeigen, da darf ich auch meine Schattenseiten zeigen, dann läuft er nicht weg, ich darf so sein, wie ich bin. Weil zum ersten Mal gibt es ein tiefes Vertrauen mit jemandem anderen, wo wir wissen, das war schon immer so gedacht. Zum ersten Mal darf ich die Sinnhaftigkeit meines Lebens leben. Und ich selber wundere mich immer tatsächlich, das muss ich wirklich sagen, wie schnell dieser Wandel geht, wie schnell Menschen, aber ich muss dazu sagen, wenn die Menschen mal das Buch lesen, finde deinen Seelenpartner, dann sind sie ja bereits schon offen, dann wollen sie ja schon wissen. Wenn Menschen zu dir in einem Seminar kommen, dann sind die ja schon über der Grenze, dann wollen die ja schon. Also das ist nicht so, dass sie bei Null anfangen, sondern die sind schon fast bereit, jetzt möchte ich. Und dann fehlt tatsächlich nur noch so kleinere Bausteine. So ein Baustein zum Beispiel ist, wenn wir unsere bisherigen Partnerschaften betrachten, betrachten diese meistens immer sehr negativ. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass wir ein Bewusstsein aufbauen, Partnerschaften sind negativ. Deswegen ist es ganz wichtig, vergangene Partnerschaften zu betrachten, was habe ich daraus gelernt, welches Potenzial hat es mir gebracht, wie reich bin ich daraus hervorgegangen, größer, weiser, bewusster, tiefer, oder ich habe ganz viel über Verletzungen gelernt und weiß, wie es geht. Das kann ein großes Kapital für einen selber sein, weil ich anderen Menschen helfen kann, wenn sie eine ähnliche Verletzung haben. Und wenn ich das betrachte, dann wandle ich auch meinen Blick generell über Partnerschaften. Ja, an der Stelle darf ich kurz reingehen, weil ich lausche dir gebannt und ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich möchte den Moment nicht verpassen, darauf hinzuweisen, wo man denn mehr von deiner Arbeit oder dich zu fragen, wo man denn mehr von deiner Arbeit findet, weil bevor wir gleich wieder in das Thema reingehen, wer kann wo mehr lesen oder sehen von dir, von euch? Ja, also einmal natürlich auf meiner Homepage gibt es, auf meiner Webseite gibt es ganz viel zu lesen, aber mein wahres Herzensding ist natürlich unsere Plattform, unsere Persönlichkeitsentwicklungsplattform happinesshouse.de, happinesshouse.de. Das gibt es seit 7 Jahren. Und das Haus ist eine englische Schreibweise, also Hose, ja, happiness-house.de. Jawohl, sorry. Ja, super, danke für den Hinweis. Ja, es wird wirklich ganz oft falsch geschrieben. Und das gibt es seit 7 Jahren und das ist grandios. Wir haben ganz relativ klein angefangen mit ganz vielen Coachings und inzwischen ist es riesig groß. Wir sind da 6-mal im Monat live. Wir machen auch immer ein Frühstück. Ganz viele Mitglieder helfen sich untereinander, fördern sich untereinander. Es finden sich Seelenpartner dort untereinander. Also wenn jemand das Gefühl hat, das kann noch nicht alles in meinem Leben gewesen sein, ich möchte gerne noch was weiterentwickeln, dann bitte einfach mal reinschauen auf diese Seite. Und gerade jetzt, weil ja das neue Jahr beginnt, wir begleiten die Menschen immer ein Jahr, weil, wie gesagt, es ist nicht ein Schnellschuss. So, zack, jetzt ist alles anders, sondern es geht um die Beständigkeit. Und da helfen wir den Menschen, dass sie tatsächlich ein Jahr sich wandeln. Wir begleiten sie. Und wir haben ganz viele Mitglieder, die ebenfalls Arbeitsgruppen bilden, sich gegenseitig austauschen. Es gibt 32 Kurse. Also es ist unglaublich groß geworden inzwischen, die Plattform. Einfach mal reinschauen und 14 Tage kann man rumschauen, wie man möchte. Nach 14 Tagen, wenn man sagt, das gefällt mir nicht, dann kriegt man das ganze Geld sofort wieder zurück. Mega. Aber das sagen wir deswegen so gern, weil die Leute bleiben im Schnitt alle 6 Jahre bis jetzt. Das ist super. Ich finde das prima. Das klingt nach einem sehr, sehr schlüssigen Konzept. Und wir haben leider nur noch 5 Minuten. Aber in diesen 5 Minuten möchte ich ein Thema rein. Ich weiß, wir werden es nicht erschöpfend beantworten. Wir haben es zweimal, glaube ich, etwas Ähnliches bei dem, worüber du gesprochen hast, erlebt. Erstens die Seele. Pierre Frank spürt, sie ist nicht zu Hause in deinem ersten beruflichen Lebenssetting. Zweitens Seele. Pierre Frank findet einen Seelenpartner. Lass uns in den Begriff Seele nochmal reingehen. Wie definierst du den? Man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn die Seele leidet, ist die hier irgendwie in einer falschen Rolle beschäftigt und muss sich ihrer wahrhaftigen Rolle gewahr werden. Was ist für dich eine Seele? Wie finden wir den Zugang dazu? Also wir sind ja alle sehr rational gesteuert. Wir versuchen alles aus dem Ego herauszusteuern und lassen uns deswegen gerne verleiten, wenn das einfach ist, was bequem ist, machen wir es. Wenn es uns vorgelebt ist, machen wir es. Wenn da jemand ist, der hat Erfolg, dann sagen wir, oh, dann mache ich das auch, weil damit habe ich Erfolg. Und wir fragen uns nicht, wie bin ich eigentlich angelegt? Wer bin ich eigentlich? Und wenn wir das fragen, dann fragen wir die Herzensebene. Wo blühe ich auf? Was beseelt mich? Wir fragen unsere eigene Intuition. Und das ist eine ganz andere Ebene, die wir befragen. Und wir merken das, wenn das Ego, also der Verstand, der macht, ist meistens eng, schnell. Wir haben Angst, was zu versäumen. Und wenn wir diese Ebene fragen, die Herzensebene fragen, spüren wir, da kommt Ruhe rein. Da kommt wie ein großer, breiter Strom, der sich plötzlich öffnet. Und wir spüren bereits eine
eine Art Vorfreude. Und es ist nicht diese schnelle, quirlige, oh, damit ich ganz erfolgreich, sondern wir merken, das macht mich aus. Und deswegen, wenn wir wissen wollen, was ist mein Seelenauftrag, weswegen bin ich auf dieser Welt, was ist die Sinnhaftigkeit meines Lebens, kann kein anderer dir sagen. Der weiß nicht mal über seine eigene Sinnhaftigkeit Bescheid. Das wissen wir nur wir selber. Und da können wir uns nur in Ruhe hinsetzen, immer wieder und einfach fragen, wer bin ich? Wer bin ich noch? Und was macht mich aus? Was sind meine Talente? Was kann ich? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und das klingt am Anfang so, wo wir sagen, oh Gott, weiß ich doch gar nicht. Aber je öfter wir fragen, dann öffnet sich ganz viel in uns. Und das ganz Erstaunliche möchte ich noch anfügen, auch wissenschaftlich bei der DNA ist es so, man hat lange ja geglaubt, die DNA ist einfach nur ein Eiweißbaustein, so wie unser Körper aufgebaut ist. Und man hat ziemlich rasch festgestellt, da gibt es ja noch viel mehr, was da noch drin ist. Und man wusste aber nicht, was das ist, weil es einfach so wirr aussah. Und dann hat man das damals einfach Müll genannt, Junk-DNA. Inzwischen weiß man aber, da steckt ganz viel an Programmierung drin. Und man weiß inzwischen, dass da das Wissen unserer Vorahnen, Ururahnen gespeichert ist und dass wir das abrufen können. Wir können tatsächlich uns mit all den Erfahrungen, all das, was unsere, natürlich auch den negativen Erfahrungen, aber auch den positiven, den Talenten, dem Potenzial, können wir uns anschließen. Das ist in uns. Wir sind das Endprodukt unserer gesamten Ahnenreihe. Also hat es doch eine tiefe Sinnhaftigkeit, warum wir hier sind. Und auch bei mir war es so, als ich dann anschließend mal geforscht habe, wenn ich jetzt so beim Schreiben so aufgehe, gab es Autoren? Ja, es gab ganz viele Autoren in meiner Familie, in meinen Ahnen. Es gab Notare, Rechtsanwälte und sogar Friedrich Schiller hat in unserer Familie eingeheiratet. Ach, wie deswegen, schön. Ja, und ja, deswegen, cool. Also ich hab nichts von dem, aber ist eingeheiratet. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, alles ist bereits in uns angelegt. Und wenn wir aber vom Verstand aus irgendwas das und das und das machen, kann es sein, dass wir was tun, was wir gut können, aber eigentlich innerlich verarmen. Und wir spüren das. Und so war es bei mir auch. Und deswegen kann ich jedem nur raten, hör immer wieder rein, wenn du merkst, du hast ein Burnout oder ein Bore-out oder du bist ungeduldig oder das Leben macht dir keine Freude, dann läufst du einen Weg, der keine Freude macht, der anderen Menschen Freude macht, aber dir vielleicht nicht, weil deine Aufgabe eine andere ist. Deswegen ist es ganz wichtig, reinzuhören in sich selber. Ist eine Persönlichkeitsentwicklung vielleicht der falsche Begriff? Ist es dann nicht eigentlich eher Persönlichkeitsentfaltung, dass man... Ja, schön, absolut. Ach. Super, ich werde das jetzt sofort umbenennen. Du hast vollkommen Nein, du hast recht. Ich denke da gerne selber stark drüber nach. Ja. Natürlich, das ist viel schöner. Es ist ja auch viel positiver. Entwicklung heißt, klingt nach Arbeit. Entfaltung klingt nach Entdecken. Etwas entfaltet sich in mir. Es ist ja bereits da. Also, wenn du in Zukunft das liest bei mir, dass ich persönlich... Sehr, sehr schön, dann spielen wir uns den Ball hin und her. Ich stelle mir das wirklich vor, wir sind irgendwie so ein Samen, kommt eine Pflanze raus, ist eh schon klar, was du bist. Dann musst du es halt wachsen lassen. Ja, genau, so ist das. Genau, wir lassen es nicht wachsen. Wir denken, nee, da drüben, die haben das, die Bäume gepflanzt. Ich habe jetzt auch einen Baum. Nee, das ist eine ganz andere Frucht. Deine Frucht ist vielleicht die. Ich finde das schön, wie wir die mit der Metapher gleich hier spielen. Komm, lass uns mal gemeinsam Seminar machen oder so. Ja. Oh, wundervoll. Ist schön. Ja, ich bin jetzt ganz bereichert. Also bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe hier mit dir. Super. Du hast ja bei mir einen Samen. Ja, mal gucken, was aus dem noch entsteht. Ich muss jetzt leider abmoderieren, weil wir noch 10 Sekunden haben und könnte dir noch Stunden zuhören. Lieber Pierre, vielen herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Dankeschön. Danke sehr. Viel Erfolg. Ich danke dir recht herzlich. Ciao.